Aufnahme start in wenigen Minuten, Sekunden, Aufnahme starten, 3, 2, 1, go! Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Living in. Wow, das war irgendwie echt ganz tief aus dem Speicher geholt. Natürlich eine weitere Folge Space Engineers, wow, das kam jetzt gerade voll überzeugt. Ich will den Mongrel Mega Destroyer spielen. Habe ich gerade so spontan entschlossen. Und ja, ich muss sagen, dass ich hier, auch wenn ich hier jetzt irgendwie voll abseits von meinem Kanal Werbung mache noch, ich echt begeistert bin, was für eine aktive Community wir auf Gamers News Village haben. Und was mir gerade eingefallen ist, als ich das ins Forum reingeguckt habe, ich will mit Don Milchschnitte, glaube ich, Wizard Wars, Magicka Wizard Wars aufnehmen. Ich muss mal gucken, wie viel das Spiel kostet. Ich habe gar keine Ahnung davon. Aber das wäre so ein Plan vielleicht. So, aber jetzt erstmal den Mega Destroyer. What the fuck? Das sieht cool aus. Ich habe übrigens wieder meine 60 FPS. Dankespiel. Also, das war eine einmalige Sache mit dieser einen Aufnahme da. Diese eine Aufnahme an jenem Tag. Jetzt müsste so ein Blitz durchs Bild huschen, aber dazu habe ich keine Fähigkeit, weil ich so schlecht im Video-Editing bin. Oh mein Gott. Ich höre schon auf. Da ist eine Tür. Ich will zur Tür. Oh, ich hasse diese Steuerung. Die Steuerung ist cool, wenn man bedenkt, was das Spiel für ein eigentliches Gameplay haben soll. Dafür, was ich mache, ist sie beschissen ohne Ende. Könnten wir da bitte rein? Aua. Könnte ich bitte, danke. Thank you very much. Da war auch eine Tür. Okay. Das ist ein wahnsinnig sinnvoller Tour. Oh, da geht's runter. Und irgendwie habe ich gerade so ein Lied in meinem Kopf und ich krieg's nicht raus. Es ist von Queen. Das macht mir jetzt irgendwie Sorgen. Ich meine, Queen ist gut. Nichts gegen Queen. Queen ist eine super Band gewesen. Die gibt's ja nicht mehr. Aber hier die ganze dieses Under Pressure. Das war doch von Queen, oder? Oh Gott, jetzt bringe ich mich hier in Probleme, wenn das jetzt nicht von Queen war. Ich glaube, die Türme sehen alle innen drin gleich aus und waren nicht so interessant. Ich glaube, es geht auch mehr um dieses riesige Schiff hier hinten. Irgendjemand hat gesagt, ich soll Y drücken, um Generatoren anzumachen. Ich habe keine Ahnung, was mit Y, um Generatoren anzumachen, bedeutet, aber wir werden es rausfinden. Fakt ist, der Kerl hat irgendwie Humor, was die Raumschiffe. Ja, Humor ist es ja nicht direkt, es ist ja eher. Was? Also, wir gehen da mal rein. Weil es geht ja jetzt schnell. Was ist das Rote da? Habe ich das letzte Mal einfach ignoriert gekonnt, wie ich so bin? P zum Abdocken, habe ich mal gehört. Alter, warum geht das so schnell plötzlich? P zum Abdocken, danke. Es geht nicht vorwärts. Y im General. Ah! Thank you very much. Hups. Darum hat das in den letzten Aufnahmen nicht funktioniert. Ich bin ein Held. Ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Ich höre auf aufzunehmen oder so. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe jetzt in YouTuber-Rente oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja. Gut, damit hätten wir dieses Geheimnis auch gelüftet und hat diese. Ich glaube, das Teil kann nur nach vorne fliegen. Das ist ein bisschen beschissen. Okay. Ich wollte. Inventar wollte ich. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte G drücken. So. Warum geht das alles plötzlich so schnell? Ist das Heaven? Am I in Heaven? Heaven. Heaven. Wie geht das hier nochmal? Boah. Ich wette, keiner von euch weiß, welches Lied ich meine. Ich hab doch. Diese Raumschiffe, ne? Das ist ja unglaublich. Die können ja nur geradeaus fliegen. So ein Dreck. Ist das Heaven? Das ist von Sonata Arctica. Stimmt. Das erinnere ich mich. Wer kennt Sonata Arctica? Das wäre voll cool, wenn es Leute kennen würden.
Okay, also der Typ hat auch irgendwie, ist der Meinung, dass Schiffe grundsätzlich so hängen müssen. Wegen Bananenkuchen. Die hängen ja auch immer so, die Bananenkuchen. Wer das nicht weiß, das ist ja wohl allseits bekannt, dass Bananenkuchen so rumhängen. Hab letztens meine beste Freundin genervt. Sie hat ihren Freund bei sich gehabt. Sie hat mit mir in Skype kurz geschrieben. Hab ich sie dazu gezwungen, dass sie zu ihrem Freund die beschissensten Wörter, die mir in den Kopf gekommen sind, sagen musste. Ich habe jedes Mal, wenn sie es nicht gesagt hat, eins auf, möchte gerne Mitleidstour gemacht. Sie hat sie echt alle ihm gesagt. Der Typ muss mich total für verrückt halten. Genauso wie ihr. Warum erzähle ich euch überhaupt sowas? Jetzt haltet ihr mich ja noch für verrückter. Ist das alles aus gleich? Nein, das ist nicht alles aus gleich. Okay. What the fuck? Das ist echt nicht alles aus gleich. Ah, lass mich hier durch. Ich bin wütend. Ah, okay. Zwei Türen. Es bräuchte noch. Es benötigt große Türen. Dieses Spiel benötigt große Türen, die vielleicht auch mal so groß sind, dass man da durchläuft, ohne gegen alles anzudotzen. Mal eine Frage. Wenn jetzt hier schon das alles funktioniert, funktionieren dann auch schon die großen Waffen? Das müsst ihr jetzt mal ausprobieren. Auf zur Brücke. Oh ne, da geht's noch anderswo lang. Oh, what the fuck? Wo geht's hier überall lang? Hört ihr nicht meine Tastatur? Wahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann ganz leise. Meine Tastatur ist gerade, kommt mir zumindest sehr laut vor momentan. Oh Mann, das ist eine coole Idee, aber sprengt man sich damit nicht ein bisschen selbst in die Luft? Keine Ahnung. Mal gucken. Boah, wie das aussieht. Oh, wie cool sieht das denn aus? Das ist ja voll die geile Idee. Aber ich will den hier nehmen, weil erstens, das ist der Chefsessel und zweitens, das geht so wahnsinnig schnell. Hat man so den besten Blick. Man kann nicht mal bis nach ganz hinten schwimmen. Wir fliegen mal los. Und geh. Und es macht so viel Spaß jetzt, wenn das funktioniert hier alles. Ja, ich würde gerne Waffe auswählen, aber es geht nicht. Eine Taste funktioniert auch nicht. Okay. Okay, ja. Sie ist noch disabled, aber sie ist nicht schöner disabled. Auch man kann übrigens doch nach hinten schauen, aber es sieht komisch aus. Boah, sieht das geil aus. Leck mich am Arsch. Das sieht so geil aus. Ich muss jetzt gleich mal crashen. Irgendwo hier. Ich will das gar nicht crashen. Das ist ja wohl mit Abstand der geilste Jäger, den ich bisher gesehen habe. Jäger. Ja, ich bin auch so ein Jäger. Natürlich. Das sind ziemlich viel Bewachung. Es ist wenig Innenleben, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt. So, jetzt drehen wir das ganze Riesenteil mal. Dauert auch bestimmt nicht irgendwie Jahre. Beziehungsweise Jahrzehnte. Beziehungsweise Jahrtausende. Drehen wir es mal mit der Maus. Das geht schneller. Hihihi, glitchy disease. Abbremsen, wir wollen nicht zu schnell drehen, weil wir müssen ja uns noch ausrichten. Wohin müssen wir uns noch ausrichten? Stubbit, wo sind die nahen Asteroidenbahnen? Ich habe die Orientierung verloren. Ich glaube in die Richtung. Nein, nein. Ich glaube dahin, wo meine Kamera gerade guckt, auch wenn das Schiff da nicht hinguckt. Na? Könnten wir vielleicht eine gescheite Sicht bekommen? Boah, ist das schwer zu steuern. Halt. Halt. Vollgas, 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 Vollgas. Komm, komm, komm. Komm. Alter Schwede, ist das cool. Hoffentlich ist das die richtige Richtung, sonst bin ich voll am Arsch gleich. Ich sehe aber auch sonst nirgendwo was. Das sieht wenigstens etwas. Sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Das kommt davon, ich habe die Renderdistanz ja total niedrig gestellt. Und jetzt habe ich einfach überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Da unten? Nee. Ich hätte mir die Sonne merken sollen, die wäre vielleicht ein guter Indikator gewesen. Habe ich aber nicht. Okay, dann gibt's halt heute wieder mal keinen Crash. Bin da in letzter Zeit ja ziemlich inkonsequent geworden. Aber dieses schöne Schiff möchte man ja eh nicht crashen. Ein großes Lob an dem Erbauer von diesem geilen, geilen, geilen Teil. Wie immer, Link in der Beschreibung. Ganz klar, könnt ihr euch also auch runterladen, könnt ihr mit rumfliegen, könnt ihr Spaß mit haben. Wenn ihr eigene Steam Workshop Links habt, weil ihr selbst Sachen hochgeladen habt, schickt mir die in die Kommentare, dann werde ich die aufspielen.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light. Over and out.